Tja, moin Leute, herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren leckeren Folge. Ich habe für euch die krankeste Challenge, und zwar die Flash Challenge. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, wie ihr unnormal schnell sein könnt. Mit Chili, aber dazu noch den Chili-Fisch. Generell ist Chili sehr overpowered, das werde ich jetzt in einem Arena-Gameplay zeigen, wo die Gegner sogar doll am Sweaten sind, aber die harte Fahrt nicht so viel Chancen haben, weil Apo Edida alle echt mit seinen bösen Tricks die eliminieren wird, Freunde. Schaut euch mir vor allem mega krass. Ganz wichtig, Freunde, ich habe gerade eine mega knackige Hose, Freunde. Die war mega lange ausverkauft. Viele haben gefragt, wo ist die? Das ist eine Deadstock-Hose. War, wie gesagt, mega lange ausverkauft in schwarz und in beige. Und da waren auch viele weitere ausverkauft. Die sind jetzt wieder alle am Start, Freunde. Und zwar ist das die Hose, die ich gerade anhabe, Freunde. Wie gesagt, in jeder Größe wieder am Start. Auch diese Military Pants, ne, auch in jeder Größe am Start. Die waren irgendwie monatelang alle ausverkauft. Check's auf jeden Fall ab. Oder die Hose, die ich gerade anhabe in beige. Auch übertrieben sick. Die trage ich eigentlich am öftesten. Auch eine schöne Hose, Freunde. Sind auf jeden Fall alle am Start. Alle von Deadstock, Freunde. Check's auf jeden Fall ab. Link ist oben in der Beschreibung. Die haben generell auch frische Sachen. Wie zum Beispiel das T-Shirt, ich auch gerade an. Ja, Link ist oben in der Beschreibung, Freunde. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go, das Häschen. Freunde, ich habe hier heute die geilste und lustigste Idee. Dafür müssen wir hier landen, Catty Corner, wo eigentlich gar keiner landet. Ist aber halb so wild, Freunde. Ist aber halb so wild. Weil es ist für unsere lustige Mission, ist das wichtig. Ich merke gerade. Okay, der kommt hier nicht her. Wir sind komplett alleine hier. Das ist gut, Freunde. Wir brauchen Ruhe. Digga, ich werde so viel Chili besorgen, wie es geht. Ich überlege gerade, wo kann man eigentlich am meisten Chili besorgen? Ich habe gedacht, hier so mehr oder weniger. Also ist mir gerade spontan eingefallen. Hier sind noch Kisten, aber man kommt da gar nicht mehr rein, oder? Nee. Tut mir leid, Digga. Ich glaube, das Ding ist ja auf mittlerweile. Mein ehemaliger Tresorraum. Der ist aber jetzt auf und hier ist die Chest. So, Metz habe ich mal für den Fall der Fälle. Zack. Schöne Sache. Zack, 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 zack. Okay, Freunde. Was wir jetzt machen ist, wie gesagt, wir besorgen unnormal viel Chili. Wir machen so eine Art Flash-Channel. So, Flash-Channel, sage ich. Flash-Challenge. So, wir wollen heute so richtig schnell sein, aber dieses Komplette. Wir haben viel Chili. Ich brauche noch mehr, Freunde. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Okay, jetzt haben wir hier nochmal den Hasen. Mais. Hier war nur Mais drin, Digga. Alles klar. Ich brauche noch mehr, Mann. Oh, nee, ich hab Chili bekommen. 6 Stück, sauber. Ist hier noch eine kleine Station? Oh, das Problem ist, ich kenne mich halt leider nicht so gut aus, ne, loot-technisch, was hier überall mal rumliegt. Ey, da waren nochmal Splashies. Ich glaube... Guck mal, ich bin jetzt einfach so ein lustiger Typ. Ich glaube, ich nehme einfach die Splashies mit. Ich brauche nur die harte Fahrt, brauche ich nur die... Ah, ja, Digga. Ihr werdet sehen, wie schnell ich gleich bin. Und egal, ob ich Arena jetzt hier 2500 Punkte habe, okay, das ist auch jetzt nicht so viel, aber, Digga, ich habe fast jede Arena-Runde gewonnen, deswegen juckt nicht. Ja, wir gucken mal jetzt erstmal hier, wo wir noch mehr besorgen können. Ob wir vielleicht da oben noch einen Heli finden. Und dann werden wir jeden Gegner mit Speed rasieren. So richtig mit Speed. Oh, hier waren Fights, Digga. Könnte jemand sein. Vielleicht könnten wir jetzt erstmal unseren Chili-Hasen aktivieren. Hier ist doch kein Heli, ne? Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, Freunde. Heli ist ja auch nicht mehr. Ich gehe mal davon... Ah, ich habe aber keinen gehört mit Heli, ne? Richtig komisch, muss ich zugeben. Naja, dann gehen wir auf jeden Fall in die zweite Phase. Also, wir brauchen erstmal Chili, Freunde, ne? Was wir als nächstes brauchen, sind auf Leckerli, also wirklich komplett lecker, ein paar Fische. Wie heißen die Fische? Chili-Fische oder so, ne? Wenn wir die noch haben, dann haben wir das Ding gewonnen. Dann haben wir unseren Hasen erledigt. Ich sehe auch überall waren Fights, ne? Seht ihr? Überall waren Fights. Und wenn wir dann gleich in den Gunfight sind, ihr werdet sehen, Digga. Das ist das Overpowered im ganzen Game. Ihr werdet sehen. Ich spiele nur mit einer AR. Ich brauche nicht mal eine Shotgun oder so. Ich spiele nur mit einer AR, Digga. Ich könnte rein theoretisch auch nur mit der Waffe spielen, weil die halt präzise aus der Hüfte ist. Guck mal jetzt. Schön Metz, Digga. Guck mal jetzt, jetzt fängt's an. Oh mein Gott, ich liebe es. Guck mal. Warum baut er nicht mehr? Das ist so overpowered, ne? Oh Gott, ist er abgehauen? Er ist abgehauen. Das meine ich. Guter Gegner. Keine Chance. Chili ist noch immer am Start. Silver verbaut ist auch noch mal am Start. Digga, Chili funktioniert ja noch immer. Wie lange funktioniert das? Aber es gibt halt einen Trick, ne?
Damals, oh guck mal, ich fühle mich so langsam auf einmal. Hä? Digga, ich fühle mich übel langsam gerade. So, was ist denn hier drin? Zack, oh, nichts Besonderes. So, was ich brauche, sind auf jeden Fall noch ein paar Fischis. Die Zone kommt gerade, aber ich will unbedingt die Fischis absaven. Digga, ich war ja gerade... Wo ist jetzt der Spot, wo die meisten... Ich glaube, ich weiß, wo da war doch so eine Stelle, aber das war doch eine Frenzy Farm in der Nähe. Ich muss ja gleich nochmal richtig abchecken. Aber ich habe jetzt nur 6 Stück gehabt. Stell dir vor, ich habe jetzt so irgendwie 10 oder 14. Das geht. Also es gibt, glaube ich, ein paar Spots. Da kriegt ihr noch viel mehr Chili-Choten als wie ich gerade nur 6. Da könnt ihr richtig Action machen. Und ich glaube, die beste Waffe, Freunde, ist Combat. So für diese Challenge, ne? Nicht allgemein. Ich glaube, für die Challenge. Weil Combat ist eigentlich eine super Waffe, wenn du dich schnell bewegst, dass du die Gegner damit gut getten. Und ich habe gerade einen Angelspot gesehen, Digga. Warum wollt ihr mir jetzt erzählen, dass hier keiner mehr ist? Ah, hier. Schildfisch, alles klar, Digga. Brauche ich nicht. So, Freunde. Also, ich brauche jetzt ganz schnell ein paar Chili-Fische, weil es gibt einen Trick. Ich weiß, ob viele von euch den kennen oder gar keiner von euch den kennen. Und zwar, wenn ihr Chili nimmt. Ihr nehmt Chili und dann noch ein Chili-Fisch, dann seid ihr doppelt so schnell. Also, ihr seid also viermal so schnell wie normal, soweit ich weiß. Und das ist so krank. Kein normaler Gegner kommt drauf klar. Also, nicht mal ich selbst komme drauf klar, wenn jemand sich so schnell bewegt. Weil das ist einfach nicht das Vorteil, was man kennt. So. Das ist nicht so das Typische, was man kennt. Und das wird einen so verwirren. Automatisch, Digga, wird man einfach aufs Maul bekommen. Es ist einfach ein Gesetz, Digga. So, ich glaube, ich gehe erstmal weiter und versuche erstmal einen Chili-Fisch zu getten, weil irgendwie sind die gerade richtig schwierig zu kriegen. Aber ich werde alles natürlich dafür tun, um den Hasen zu sneaken. Guck mal, oh mein Gott, Digga, da vorne waren da ernste Fights. Digga, die machen ja schon gut ernst, ne? Haben sich komplett bis nach Afghanistan hochgebaut. Lul. Naja, sind nicht mehr viele Leute am Start. Die meisten gehen so ein bisschen auf Kills. So, oh, hier ist noch ein Angelspot. Wisst ihr, was lustig ist? Normalerweise finde ich den Fisch immer, ne? Einmal geht man auf so eine Challenge. Du findest ihn nicht, Digga. Das war's. Zack. Zack. Oh, auf einmal finde ich Schildfische ohne Ende. Alles klar, Digga. Ja. Wenn ich jetzt gleich keinen finde, dann brauche ich eine neue Angel oder so. Am besten eine Profi-Angel. Komm schon. Irgendwo ein Angelspot. Angelspots, Digga. Wo sind meine Angelspots? Wo sind die Angelspots? Hallo? Da vorne. So. Digga, das ist aber auch echt ein Prank von euch gerade, ne? Das ist aber echt nicht in Ordnung, was ihr gerade macht mit mir. Guck mal, jetzt erst da oben und denkt, ah, ich bin jetzt der unantastbare Hase. Guck mal jetzt. Moment, wenn ich gute Gegner hops nehme und die können nichts machen. Es ist einfach ein schönes Gefühl, Freunde. Wo ist der andere Goofy? Wo versteckt sich der andere jetzt? War das jetzt der? Ich glaube nicht, ne? Oder haben sie sich schon gegenseitig rasiert? Ich glaube, er versteckt sich. Er merkt gerade, ich bin dieser andere Level. Er merkt, glaube ich, ich bin dieser andere Level. Aber krank, ne? Du merkst, das sind gute Spieler, aber die kommen halt einfach nicht drauf klar. Die kommen Real Talk nicht drauf klar. Oh mein Gott, da vorne sind ja ernste Fights, Digga. Und die Zone ist ja ganz weit hinten. Das heißt, es lohnt sich jetzt gar nicht, dahin zu steppen. Das wäre halt absolut dumm, bin ich ehrlich. Das wäre halt so dumm. Guck dir das mal an. Digga, also die machen auf jeden Fall ernst. Da kannst du sagen, was du willst. Ich habe jetzt eine Idee. Es gibt einen anderen Trick. Ich gehe jetzt einfach hier Richtung Zone. Und wenn ich Angelspots sehe, dann mache ich sie kaputt. Und die ganzen Gegner da hinten, die werden übel Stress haben. Die meisten werden sterben, weil die halt alle auf Fight sind, so lange fighten. Und durch den überlangen Fight, Digga, kommt die Zone und wird die rasieren. Oh, wow, Bro, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. So, guck mal, Angelspot Nummer 1. Guck mal, jetzt, zack, Chili-Fisch. Kein Chili-Fisch, alles klar, Digga. Okay, die haben das gepatcht. Bei Arena haben das gepatcht. Ich glaube, bei Public war das ja so, dass er auch... Baba-Fische rauskommen können. Es kommen mittlerweile nur diese Billo-Fische. Dementsprechend lohnt sich das für mich gerade gar nicht.
Ich würde dann einfach nochmal, wenn ich jetzt einen Spot finde, kurz stehen bleiben und angeln. Ich will unbedingt diesen Chili-Fisch, Digga. Ich will unbedingt einen Chili-Fisch. Das ist echt nicht mal in Ordnung, Digga. Ohne Witz. Komm schon, bitte. Bitte, 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 komm schon. Digga, ich krieg die legendäre Fische öfters als einen Chili-Fisch, Digga. Was ist das? Ich krieg diesen Infrarot-Sappler, Digga. Der juckt mich gar nicht. Warum macht ihr den Gold, Digga? Macht doch direkt den Chili-Fisch Gold, wenn ich den Fisch nicht finde. Ich brauche Maximum Speed. Okay, sauber. Oh mein Gott, ich bin hingefallen, weil ich so schnell bin. Ich liebe die Scar. Guter Gegner. Guter Gegner. Red ist besser. Ganz klare Sache. Digga, da seht ihr es wieder. Alleine nur ein Chili, ne? Alleine nur ein Chili und eine Scar. Ich hab nicht mal eine Shotgun. Ist schon krank overpowered, ne? Voraussetzung ist natürlich, ihr habt Mats, ihr habt Aim, ihr könnt mit dieser Schnelligkeit umgehen. Aber ihr seht es, es sind gute Gegner. Die können bauen, die können alles. Das sind ja keine Billos, Digga. Aber die sind maximum überfordert. Oh, der war sehr stark. Erstmal den Abstand, den Hasen. Was sind gute Gegner sind, das kann ich auf jeden Fall ganz doll unterstreichen, Digga. Das sind sogar super gute Gegner. Digga, ich liebe meine Schnelligkeit gerade, die rettet gerade meinen Arsch, Digga, ohne Witz. Der Typ hat mit Pumpshot einfach gerade mich komplett was rausgenommen, muss ich zugeben. Was ich jetzt mache ist, ich muss versuchen jetzt den zu pushen. Oh mein Gott, das war so wichtig, ne? Digga. Hat nicht mehr so viel Chili übrig, das ist das Problem. Hast du das wieder? So. Boah, ich muss zugeben, Digga, mittlerweile kommt Paranoia, Digga. Mittlerweile muss ich auch zu stärkeren Waffen greifen. Habe ich noch irgendwo Wasser hier am Start? Ja, ich habe, guck mal jetzt. Versuche. Ist verrückt. Da ist noch ein Angelspot gewesen, ich habe es gesehen. Da kommt der Müll raus gerade.
Komm schon, bitte. Bitte gib mir den Chili-Fisch. Ich will auch nur einmal den Leuten zeigen. Bitte, lieber Gott. Komm schon. Guck mal, das ist ja schon langsam eigentlich nicht mehr lustig, Digga. 10 goldene Fische, aber nicht mal ein Chili-Fisch, Digga. Das ist schon echt wieder respektlos, Freunde. Das ist schon... Oh, bist du gleich mein Rahim, Digga. Okay. Okay, gib mal her. Komm her, Digga. Bleib mal hier, schön bei Land, Digga. Ich versuche noch mehr zu catchen, komm. Komm schon. Komm schon. Gibt's noch ein paar leckere Fische so? Ich will einen Baba-Fisch, ich will nicht so einen Billo, Digga. Gib mir einen Baba-Fisch. Das ist immer wieder ein Prank, Digga. Digga, da ist jemand komplett nach Afghanistan runtergefallen, sehe ich gerade. Der ist aber hart runtergefallen, Digga. Das ist aber echt nicht mehr lustig, wie er runtergefallen ist. Gib mir mal einen ordentlichen Fisch, Digga. Das ist aber echt wieder respektlos, Freunde. Naja. Wir haben 3 Gegner. Anscheinend sweaten die auch um Mutters Ehre, Digga. Während ich hier so irgendwie versuche, ein paar Experimente zu machen. Ich versuche mal hier die Met zu nehmen von dem Kollegen, Digga. Warum nicht? Boah. Das ist genau die richtige Waffe, die ich für meine Challenge brauche. Goldene Combat, Digga. Auch alles, Digga. Digga, man kann ja nicht mehr richtig bauen, Mann, ohne Witz. Okay. Okay, Digga. Ich muss nur noch am Ende beweisen, dass ich der Allerschnellste bin, Digga. Ich habe jetzt beide Sachen. Mit der goldenen Combat, das ist genau das. Das ist genau, was ich meinte, Digga. Damit bist du am overpoweredsten. Und mit der Skarbe ist an sich im Nahkampf auch der übelste King. Der Typ haut gerade ab. Da vorne ist jemand. Bei ihm brauche ich dich mal benutzen. Bei ihm brauche ich das nicht mehr benutzen. Bei ihm wusste ich, Digga, bei ihm brauche ich das nicht. Der hat sich schon selber irgendwie hops genommen. Aber bei dem letzten werden wir es beweisen. Oh Gott. Guck mal, er macht jetzt diese Politik. Guck mal so. Zack. Jetzt, Leute, pass auf! Bismillahirrahmanirrahim! Der Schnellste! Komm her. Ich war so schnell, oh mein Gott, ich war so schnell! Was ist jetzt hier gerade? Oh mein Gott! Ey! Digga, was ist? Digga, wir werden den Kommentar nicht vergessen. Ich hab's bewiesen, Freunde, mit Chili und dem Chili-Fisch. Ihr seid so schnell, dass euch keiner aufhalten kann. Das ist so auf Flash angelegt, Digga. Da kommt ja keiner drauf klar. Da kommt ja keiner drauf klar. Lul. Freunde, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Mega krank, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und nicht vergessen, wenn ihr gerade eine geile Hose searchen wollt, wie ich gerade eine Han habe, so wie Apo AED gerade hier, diese Combat Pants. Die waren alle ausverkauft, Freunde. Die sind gerade mega krass wieder am Start in allen Größen, Freunde. Hier, Freunde, in schwarz komplett in allen Größen am Start. In beige komplett in allen Größen am Start. Und auch die hier komplett in allen Größen am Start, Freunde. Check's auf jeden Fall ab. Link ist oben in der Beschreibung. Und ich würde sagen, haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal, der Allerechte.